Guten Morgen, Gemeinde. Schön, dass du einschaltest, um mit uns wieder Live-Gottesdienst zu erleben oder Online-Gottesdienst. Wir befinden uns ja aktuell in einer Ausnahmesituation und das macht es erforderlich, eben umzudenken. Die meisten von uns werden sich wahrscheinlich noch nie in so einer Situation befunden haben. Und unsere Kanzlerin beschreibt die Situation oder die gegenwärtige Lage sogar mit den Worten: Es ist die größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg. Es ist logisch, dass in unserer Bevölkerung oder auch in der Bevölkerung weltweit, dass gerade große Unsicherheit herrscht, Sorge und ein Mangel auch an Perspektive. Wie geht's weiter? Wann hört der ganze Spuk endlich auf? Was jetzt auf keinen Fall helfen würde, wäre, dass wir anfangen zu meckern, dass wir anfangen aufzugeben, dass wir den Schuldigen suchen oder dass wir dabei mitmachen, gefährliches Halbwissen zu verbreiten. Das würde nichts bringen. Und auch wäre es nicht gut, wenn wir der Angst und der Sorge den Sieg überlassen. Nein, das machen wir nicht. Wir werden jetzt das Beste aus der Situation machen und wir werden, wie so viele Menschen auch, die in Krisen gerieten, wir werden in die Bibel schauen. Und dort werden wir lesen, wie Menschen in großen Herausforderungen mit ihrer Situation umgegangen sind. Aber bevor wir das tun, werden wir heute etwas haben, was wir letzte Woche nicht hatten. Wir werden gemeinsam singen können. Ihr werdet die Texte eingeblendet sehen. Unsere Musiker haben sich große Mühe gegeben, dass sie mit euch betend vor Gott kommen. Ihr dürft mit ihnen beten vor Gott kommen und genau das tun, was Menschen in Krisen schon immer gemacht haben. Nämlich auf den schauen, der größer ist als die Krise. Und dann haben sie erlebt, und das werden wir auch erleben, das verspreche ich dir, dass Frieden und Ruhe in dein Herz kommt, weil er dich stärken wird. Bis gleich. Wenn es um uns gewittert, bleibst du unerschüttert. Alles auseinanderfällt, bleibst du der Grund der Welt. Nationen mögen zittern, Ökonomien zersplittern. Wenn uns die große Furcht befällt, bleibst du der Grund der Welt. Oh Gott, du bist alles, was du uns versprichst. Bei dir, du wirst nie vergehen. Oh Gott, du bist ewig treu und Zuversicht. Ist immer bei dir, denn du regierst und du bleibst bestehen. Nichts soll uns erschüttern. Wenn es um uns gewittert, dann bleibst du unerschüttert. Wenn alles auseinanderfällt, bleibst du der Grund der Welt. Nationen mögen zittern, Ökonomien zersplittern. Wenn uns die große Furcht befällt, bleibst du der Grund der Welt. Gott, du bist alles, was du uns versprichst. Du änderst dich nie, kein Falsches bei dir, du wirst nie vergehen. Oh Gott, du bist ewig treu und zuversichtlich. Bist immer bei dir, denn du regierst und du bleibst bestehen. Nichts soll uns erschüttern. Nichts soll uns erschüttern, nichts soll uns erschüttern, auch wenn das Meer tobt um uns her. Denn du wirst dich nicht ändern, du
wirst dich nicht ändern, du bleibst bestehen. Du sagst, ich bin. Nichts soll uns erschüttern, nichts soll uns erschüttern, auch wenn das Meer tobt um uns her. Denn du wirst dich nicht ändern, du wirst dich nicht ändern, du bleibst bestehen, du sagst, ich will. Nichts soll uns erschüttern, nichts soll uns erschüttern, auch wenn das Meer tobt um uns her. Denn du wirst dich nicht ändern, du wirst dich nicht ändern, du bleibst bestehen. Du sagst, ich bin, oh Gott, du bist. Alles, was du uns versprichst, du änderst dich nie, kein Falsch ist bei dir, du wirst nie vergehen. Oh Gott, du bist ewig treu und Zuversicht, ist immer bei dir, denn du regierst und du bleibst bestehen. Nichts soll uns erschüttern. Ein Wort sprach, sangst du Lieder über mich. Du warst schon immer gut zu mir. Du hast mich geformt, mir Leben eingehaucht. Du warst schon immer gut zu mir. Oh, wie endlos überwältigend gewagt es, wie du liebst. Oh, du kämpfst für mich und spürst mich auf, lässt 99 stehen. Und ich weiß genau, dass ich's nicht verdient hab, doch du gibst dich für mich hin. Oh, wie endlos überwältigend gewagt es, wie du liebst. Du hast gekämpft für mich. Du warst schon immer gut zu mir. Ich war mir nichts wert, doch du hast bezahlt für mich. Du warst schon immer gut. Lässt 99 stehen. Und ich weiß genau, dass ich's nicht verdient hab, doch du gibst dich für mich hin. Oh, wie endlos überwältigend gewagt es, wie du liebst.
durchleuchtest alle Schatten, erklimmst alle Berge, um mir nachzugehen. Zerstörst alle Mauern, vertreibst alle Lügen, um mir nachzugehen. Du erleuchtest alle Schatten, erklimmst alle Berge, um mir nachzugehen. Zerstörst alle Mauern, vertreibst alle Lügen, um mir nachzugehen. Du erleuchtest alle Schatten, erklimmst alle Berge, um mir nachzugehen. Zerstörst alle Mauern, vertreibst alle Lügen, um mir nachzugehen. Du erleuchtest alle Schatten, erklimmst alle Berge, um mir nachzugehen. Zerstörst alle Mauern, vertreibst alle Lügen, um mir nachzugehen. Oh, wie endlos überwältigend gewagt es, wie du liebst. Oh, du kämpfst für mich und spürst mich auf, lässt 99 stehen. Und ich weiß genau, dass ich's nicht verdient hab, doch du gibst dich für mich hin. Oh, wie endlos überwältigend gewagt es, wie du liebst. Heute machen wir da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Es geht immer noch um eine Begebenheit aus dem Leben von Jesus. Diese Begebenheit finden wir im Lukas-Evangelium Kapitel 17 im Neuen Testament und auch wirklich nur dort. Jesus begegnet auf seiner Reise Richtung Jerusalem, wo er das Laubhüttenfest besuchen wollte, begegnet er an einer ganz bestimmten Stelle im Grenzgebiet zwischen Samarien und Galiläa, da begegnet er 10 aussätzigen Männern, das heißt Männern, die eine Krankheit hatten, die unheilbar war, aus medizinischer Sicht auf jeden Fall. Und diese Krankheit, die könnte man heute vergleichen mit Lepra, aber Lepra, was auf jeden Fall zum Tod führen wird. Das heißt, diese betroffenen Menschen, die nicht nur sie, sondern auch ihre Familien, sie befanden sich im absoluten Ausnahmezustand. Es war der schlimmste Krieg, in den sie geraten konnten. Es war ein Krieg der Angst, ein Krieg der Verzweiflung, ein Krieg der Hoffnungslosigkeit, ein Krieg der Fragen und natürlich auch ein Krieg der Hilflosigkeit. Sie konnten diesen Krieg nicht gewinnen aus eigener Kraft. Niemals. Und es gab unter normalen Umständen für die Betroffenen keine Hilfe, keine Hoffnung und auch keine Heilung. Und die Betonung liegt auf unter normalen Umständen. Am Ende der letzten Predigt habe ich kurz angerissen, dass im gesamten Alten Testament nur 2-mal erwähnt wird, dass Menschen vom Aussatz befreit wurden. Beide Male geschah das durch Gebet. In der neueren Zeit ist auch so ein Wunder passiert, wo Gebet eine unheilbare Krankheit gestoppt wurde. Und im Gespräch mit einem Gemeindeleiter, da hat er mir erzählt, dass er demnächst die Passionsspiele in Oberammergau besuchen möchte. Oberammergau befindet sich ganz im Süden von Deutschland. Und dort wird über Monate die Situation nachgespielt, theatralisch, wie es dazu kam, dass Jesus dann gekreuzigt wurde. Also die Passion, die Leidenszeit. Und ich habe mal recherchiert auf der Website und da heißt es folgendermaßen: Am Beginn der Tradition der Passionsspiele steht ein Gelübde aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. In Oberammergau fielen 80 Menschen der Pest zum Opfer.
und in der Hoffnung auf Gottes Hilfe gelobten im Jahre 1633 die Gemeindevorsteher, die Passionstragödie alle 10 Jahre aufzuführen, wenn das Dorf von der Pest befreit würde. Und tatsächlich, die Seuche kam nach diesem Gebet oder nach dieser Bitte, nach diesem Gelübde zum Stillstand. Und bereits ein Jahr später, 1634, lösten die Oberammergauer ihr Versprechen zum ersten Mal ein. Und die Einwohner des Ortes, die halten ihr Versprechen noch heute. Und wenn ich sowas höre, dann verstehe ich, Gebete haben Kraft. Gebete bewegen Gottes Arm. Warum? Weil wir jemanden um Hilfe bitten, dem nichts, aber auch gar nichts unmöglich ist. Darum lautet die Botschaft gerade in dieser Zeit von ganz vielen Pastoren an ihre Gemeinden, und ihr werdet es sicherlich auch von euren Gemeinden gehört haben, wenn ihr nicht gerade zu dieser Gemeinde gehört, dass eure Pastoren sagen, betet Gemeinde, betet und hört nicht auf zu beten für alle und für alles, gerade in dieser Krise. Wenn uns jemand helfen kann, dann Gott. Ich lese uns mal den Text vor aus Lukas 17. Das ist der Text, dem wir uns immer mehr nähern, bis wir dann auch sehen, wie das war, als Jesus diese 10 kranken Männer geheilt hat. Lukas 17, die Verse 11 bis 19. Und es begab sich, als Jesus nach Jerusalem wanderte, dass er durch das Gebiet zwischen Samarien und Galiläa zog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und da er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte um und pries Gott mit lauter Stimme. Und dann fiel er nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm, und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Ich sagte es, im gesamten Alten Testament nur 2 erwähnte Heilungen von Aussatz. Einmal Miriam, das war die Schwester von Moses, und wir lesen diese Geschichte im 4. Mosebuch Kapitel 12, wenn ihr es selbst nachlesen wollt. Dann lesen wir von Naaman, einem syrischen General. Auch er wurde geheilt, und diese Geschichte findest du im 2. Königebuch, Kapitel 5. Beide Male durch Gebet. Für Miriam betete Moses, für Naaman betete der Prophet Elisa. Bei Miriam wissen wir, dass ihre Krankheit, also der Aussatz, eine Strafe Gottes war, weil sie öffentlich den Diener des Herrn und den Leiter des Volkes Mose beleidigt hatte oder gegen ihn rebellierte. Und Gott hat gezeigt, indem er sie krank gemacht hat, wer gegen meinen auserwählten Diener rebelliert, der rebelliert letztlich gegen mich. Bei Naaman wird nicht gesagt, dass es eine Strafe war, und es wird auch nicht erwähnt, warum er krank wurde. Wir lesen nur, dass Gott ihn segnete als militärischen Führer. Das lässt uns darauf schließen, dass es keine Strafe gewesen sein kann, wenn Gott ihn segnete. Die Krankheiten, die hatten 2 Effekte und natürlich auch die Heilung. Was war eigentlich bei Miriam? Was geschah? Bei Miriam war es so, dass alle, die das beobachteten, die haben gemerkt, oh, Gott ist heilig. Er lässt sich nicht alles gefallen. Er kann auch mal zornig werden, wenn Dinge nicht so laufen, wie er sich das vorstellt. Das bedeutet natürlich für das Volk, dass eine enorme Wertschätzung auch für Gott entstand. Bei Naaman sehen wir, dass auch heidnische Völker, und er war ja Heide, er war kein Israelit, dass auch heidnische Völker gemerkt haben, der Gott, dem Naaman begegnet ist, der hat Substanz, der kann heilen und neu machen. Schauen wir uns mal die Geschichte von Miriam ein bisschen näher an. Wir werden sie nicht lesen, ihr könnt sie selber lesen. 4. Mose, Kapitel 12. Für mich ist es so, immer wenn die Bibel beschreibt,
dass ein Mensch aufgrund von Stolz, von Überheblichkeit, von Arroganz, von Lüge, also Sünde auch, wenn dieser Mensch von Gott gestraft wird oder gedemütigt wird, dann steigert das in mir das Gefühl, dass ich es wirklich mit einem heiligen Gott zu tun habe, der Sünde absolut verabscheut und Respektlosigkeit auch nicht leiden kann. Mein Respekt für Gottes Heiligkeit wächst. Und ich als kleiner Mensch, ich muss akzeptieren, dass Gott nicht tatenlos zuschaut, wenn jemand sowohl sich selbst als auch andere sowie seinen heiligen Namen beleidigt. Gott schaut nicht zu. Jemand, der von sich zugeben musste, dass Gott ihn gedemütigt hat und dass das am Ende gut war, das war zum Beispiel jemand, den wir heute kennen unter dem Namen Paulus, der Apostel Paulus. Als er gedemütigt wurde, da hieß er noch Saulus. Und dieser Saulus, der dachte, dass er Gott einen ganz großen Gefallen tut, wenn er die neu entstehende Bewegung der Christenheit verfolgt. Er sah sie als eine Sekte an, die eine Gefahr für die Menschheit war. Also verfolgte er sie. Und diese Verfolgung war schlimm für die Christen. Es bedeutete für sie Angst, Sorge, Misshandlung, Gefängnis und für manche sogar den Tod. Und Außenstehende, die das beobachtet haben, die hätten denken können, der Gott, den die Christen da anbeten, der hat gar keine Vollmacht. Der ist überhaupt nicht stark. Wenn er sich das alles gefallen ist und wenn er zulässt, dass seine Anhänger getötet werden, dann lohnt es sich nicht, diesem Gott nachzufolgen. Was passierte dort eigentlich? Es entstand ein dreifacher Schaden. Paulus schadete, oder Saulus damals noch, er schadete sich selbst. Es ist nie gut, wenn man sowas veranstaltet. Also er schadete sich selbst, er schadete der entstehenden Gemeinde, die noch total zerbrechlich war, und er beleidigte Gott letztlich. Dreifacher Schaden. Und Gott nahm das Ganze persönlich, so wie er es damals bei Miriam persönlich nahm, die er mit Aussatz bestraft hat. Was machte Gott bei Saulus? Er stürzte ihn zu Boden, er ließ ihn für 3 Tage erblinden. Ja, warum? Um ihn zur Besinnung kommen zu lassen, um Machtverhältnisse auch mal zu klären. Paulus oder Saulus, du bist nicht Gott. Hier entscheidet immer noch jemand, der größer ist als du, wie das Ganze hier zu verlaufen hat. Und dann noch eine Demütigung. Der große Saulus, der sich niemals abgegeben hätte, mit einem Dorfpastor, einem christlichen Dorfpastor zu reden, er musste sich von diesem Dorfpastor, der Hananias hieß, er musste sich von ihm erklären lassen, was das Ganze soll, wer Jesus ist und was Gott mit diesem Mann, der noch Saulus hieß, in Zukunft vorhatte. Was heißt das alles? Gott half diesem Saulus, nicht länger auf dem falschen Weg zu sein. Gott schützte durch sein Eingreifen die Gemeinde. Und natürlich zeigte Gott auch, ich bin ein mächtiger Gott, mit mir kann man das nicht machen. Das heißt, diese öffentliche Demütigung von Saulus, die hatte positive Folgen. Er wurde ja irgendwann mal der Apostel Paulus. Paulus heißt übrigens der Kleine, Saulus der Große. Er wurde von dem Großen zum Kleinen. Er hat sich selber herabgestuft in dem Wissen, dass jemand größer ist als er. Und durch diesen kleinen Paulus, der in ganz enger Verbindung mit Gott stand, missionierte Gott die Welt. Durch ihn kam das Wort Gottes nach Europa. Und durch diesen Apostel Paulus haben wir heute, Gott sei Dank, 13 Briefe im Neuen Testament. Wenn ich euch aus meinem Leben einiges sagen darf, ich werde nicht ins Detail gehen, aber Gott hat auch in meinem Leben schon mal den Hebel angesetzt, nachdem er versucht hatte, mich von falschen Wegen abzubringen. Mein Verhalten, und ich bezeichne es mal als ein stures Verhalten, das war weder gut für mich, noch für die Menschen, die mich beobachtet haben und wussten, ich bin Christ. Und auch habe ich durch mein Verhalten Gott beleidigt. Auch hier war es ein dreifacher Schaden. Und hätte ich nicht damit aufgehört, dann wäre ich nicht nur eine Engstelle gewesen für den Fluss des Segens Gottes in meinem Leben, aber auch für andere, sondern ich wäre eine echte Blockade gewesen.
Frage, hat Gott den Hebel bei mir gleich rausgeholt? Nein, hat er natürlich nicht. Erst nachdem ich nicht hören wollte, nachdem er mir mehrere Male versucht hat zu sagen, Sebi, lass es, du bist nicht auf dem guten Weg. Ähnlich lesen wir das auch bei Miriam. Da redet Gott erst mit ihr und sagt, ist dir eigentlich klar, was du da gerade machst? Und danach schlug er sie mit Aussatz. Auch Saulus, er wurde zu Boden gestürzt. Und dann fragt Jesus ihn eigentlich, was verfolgst du denn eigentlich? Wen verfolgst du denn? Warum verfolgst du mich? Fragte Jesus, war sich Saulus gar nicht bewusst. Und dann schlug er ihn mit Blindheit. Hat es mir gefallen, dass Gott mich im Jahr 2007 demütigte? Erstmal nicht. Bin ich heute dankbar? Ja, warum? Weil ich sehe, dass diese Demütigung gute Früchte gebracht hat. Ich wäre heute nicht der Mensch, der ich bin. Hat es Miriam gefallen, vor den Augen des ganzen Volkes gedemütigt zu werden, bestraft zu werden und auch aus der Volksgemeinschaft ausgeschlossen zu werden? Natürlich nicht. War es ein Schock für die ganze Gemeinde, die das beobachten musste? Selbstverständlich. Hat es aber allen Beteiligten gedient, dass Miriam zur Besinnung gebracht wurde? Und hat es auch Gottes Namen wieder die Ehre gegeben, die er haben musste? Ja. Was sagt uns das? Und was kann das gerade bei dir jetzt auch hervorrufen in deinen Gedanken? Du wirst merken, ich habe es letztlich bei dem Gott der Bibel mit einem heiligen Gott zu tun. Es ist kein Hampelmann, mit dem man machen kann, was man möchte. Er ist auch nicht, wie viele ihn bezeichnen, immer nur der liebe Gott, der genau das macht, was ich mir wünsche. Er straft definitiv Fehlverhalten, wenn das Fehlverhalten droht, großen Schaden anzurichten. Schaden gegen uns selbst, Schaden bei anderen und Schaden bei seinem Namen. Gott mag es auch nicht, wenn Sünde dazu führt, dass seine Gemeinde, die er durch das Blut seines Sohnes erlöst hat, also freigekauft hat von der Sünde, wenn seine Gemeinde beleidigt wird, das mag Gott auch nicht. Jetzt könntest du dich fragen, finden wir das mit der Strafe auch im Neuen Testament oder ist das nur etwas, was ganz weit zurückliegt, also zur Zeit des Alten Testamentes? In der Apostelgeschichte 5 zum Beispiel, da lesen wir, dass Gott ein Ehepaar mit dem Tod strafte, weil sie anfing, Lüge in die Gemeinde reinzubringen. Das hat Gott nicht geduldet. Also hat er die ganze Sache im Keim erstickt und bei Hananias und Sapphira, so hießen die beiden, ein Exempel statuiert, damit alle wissen, Lüge hat in meiner Gemeinde nichts zu suchen. Wie ist das für dich, wenn du dir über diese Thematik Gedanken machst? Schau mal, im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 11 steht Folgendes. Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Schmerz zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, die auch wissen, das gehört dazu, Frieden und Gerechtigkeit. Lesen wir Hebräer 12, die Verse 5 bis 9. Da sagt Gott vielleicht auch gerade dir jetzt in dieser Situation, mein Sohn, achte nicht gering die Zucht des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn oder jede Tochter, die er annimmt. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit seinen Kindern, also hier gibt es einen Bezug zum Volk Israel, sie wurden immer seine Kinder genannt, wie er mit seinen Kindern umging, so geht er auch mit euch um. Auch Kinder Gottes. Denn wo ist ein Sohn oder eine Tochter, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben, schon die ganze Weile über, seit Gott sein Volk sich berufen hat, so seid ihr ausgestoßen und nicht Kinder. Wenn unsere leiblichen Väter uns gezüchtigt haben und wir sie doch geachtet haben,
sollen wir uns dann nicht vielmehr unterordnen dem geistlichen Vater, damit wir leben? Wenn ich über Züchtigung nachdenke, Zurechtweisung, dass mich jemand wieder auf den richtigen Weg bringen will, da sagt es hier, es bringt Frieden, es fördert Gerechtigkeit, es zeigt mir, dass Gott mich liebt, weil er jeden Sohn oder jede Tochter erzieht. Und dann heißt es am Ende, damit wir leben. Das heißt, Gott erzieht uns, damit wir leben. Warum erziehen wir unsere Kinder? Warum schauen wir bei unseren Kindern nicht zu, wenn sie ins Verderben rennen? Weil wir sie lieben, weil sie uns wichtig sind. Und wir alle, wir stehen täglich in der Gefahr, ob wir uns gerade in einer ganz großen Krise befinden oder nicht, uns durch gottloses Verhalten selbst zu schaden, anderen weh zu tun, ein schlechtes Vorbild zu sein, und wir beleidigen damit Gott, unseren Retter. Und es ist dann auch nur eine logische Konsequenz, dass Gott irgendwann eingreift und uns zurechtstutzt. Sprüche 3, Verse 11 bis 17, da heißt es so: Mein Sohn, das klingt sehr liebevoll, oder meine Tochter, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet und sträube dich nicht, denn darin zeigt sich seine Liebe. Wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht er auch dich. Glücklich ist der Mensch, der weise und urteilsfähig geworden ist. Er hat mehr Gewinn davon als jemand, der Silber und Gold besitzt. Selbst die kostbarsten Perlen verblassen gegenüber dem Wert der Einsicht. Sie übertrifft alles, was man sich erträumt. Denn in ihrer rechten Hand hält sie langes Leben bereit und mit ihrer linken verleiht sie Reichtum und Ehre. Wer sich von der Weisheit führen lässt, der findet Glück und Frieden. Da steckt ganz viel Wert hinter, wenn Gott eingreift, weil wir auf dem falschen Weg sind. Und wenn die Dreieinigkeit der Sünde, so habe ich sie mal genannt, wenn die Dreieinigkeit der Sünde um sich greift, also Schaden gegen uns, Schaden gegen andere, Schaden gegen Gott, dann ist seit den Worten von Jesus übrigens in Matthäus 18 ab Vers 15, da ist die jeweilige Gemeinde, die Ortsgemeinde, deshalb ist auch wichtig, dass man eine Gemeinde hat, dass man dazugehört, die Gemeinde ist aufgefordert und hat von Jesus Autorität bekommen, die Gemeindeglieder wieder auf den Weg zurückzubringen, nach Gottes Maßstäben leben zu wollen. Ja? Das heißt, einen Lebensstil zu führen, der dem neuen Leben mit Jesus würdig ist und allen Beteiligten hilft. Und eine ähnliche Verantwortung hat zurzeit die Bundesregierung, wenn sie aktuell anordnet, dass alle jetzt das tun, was für die Mehrheit das Beste ist. Und manch einer denkt jetzt, ich weiß das, man denkt, aber ich werde in meiner Freiheit beschnitten, wenn die Bundesregierung jetzt dies oder das anordnet. Ich kann nicht mehr selber entscheiden über das, was ich möchte. Weißt du, du und deine Freiheit, ich und meine Freiheit, wir sind doch nicht wichtiger als das große Ganze. Es geht um das Beste aller Beteiligten. Und so wie damals und heute die Sünde nicht weiter um sich greifen soll, so muss jetzt auch der Virus eingedämmt werden. Es ist doch nur richtig, oder nicht? Den Virus müssen wir doch gemeinsam bekämpfen, indem wir uns an das halten, was uns von oben vorgegeben wird. Und um das zu schaffen, gemeinsam, sind drastische Maßnahmen nötig, die kaum einem schmecken werden. Ja, ist wie beim Obst oder Gemüse. Ja, besser beim Gemüse, so sagen es die Kinder. Schmeckt nicht. Aber es ist doch gut für die Gesundheit. Das heißt, wir sehen hier viele kleine Maßnahmen, auch wenn sie dir und mir vielleicht lächerlich erscheinen, mir erscheinen sie übrigens nicht als lächerlich, erzielen eine große Wirkung, womit wir bei Naaman wären und seiner Heilungsgeschichte. Ich habe es überschrieben mit Gott greift ein. Durch seine Heilung verstanden sehr viele Menschen aus Heidenvölkern, dass der Gott der Israeliten ein Gott der Heilung ist, ein Gott der Hoffnung, ein Gott der vollkommenen Wiederherstellung. Auch für die Situation, die ausweglos erscheint. Und Aussatz war damals ausweglos. Früher oder später starben 100% der Erkrankten.
Bei ihm war es aber nicht so. Nach Gottes Eingreifen, so sagt die Bibel, wurde seine Haut wieder so glatt oder so schön wie bei einem Neugeborenen. Was war seine Reaktion? Wie hat er reagiert? 2. Könige 5, Vers 17, da lesen wir es, dass er zu Elisa sagt, denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern opfern und Brandopfer darbringen, sondern allein dem Herrn. Und das hat er wahrscheinlich nicht nur zu Elisa gesagt, sondern mit dieser Botschaft ist er auch zurückgegangen in seine Heimat. Das heißt, Naaman wurde ein lebendiges Plakat für seine Mitmenschen. Er sagte, ich glaube jetzt an einen Gott, der größer als all das ist, woran wir uns die ganzen Jahre geklammert haben. Ein Gott, der wirklich auf Gebete antwortet, ein Gott, der hilft, ein Gott, der für uns ist, ein Gott, der sich zeigt, ein Gott, der Wunder vollbringt und ich bin der Beweis dafür. Ich war krank und jetzt bin ich wieder vollkommen gesund. Kommen wir mal zu dir. Hat Gott in deinem Leben eingegriffen und dir geholfen? Hat er das Unmögliche möglich gemacht? Das, was kein Geld, kein Arzt, keine Therapie, keine Ernährungsumstellung jemals hätte bewirken können? Oder hat Gott vielleicht durch all diese Instrumente eingegriffen? Hat Gott vielleicht ein ganz versteinertes Herz, was komplett von ihm abgewandt war, wieder in seine Richtung gebracht? Und du weißt immer noch nicht, warum dir so viel Liebe gegeben wurde. Wenn ja, dann erzähl deinen Mitmenschen deine Geschichte mit Gott. Die Erfahrungen, die du bereits mit Gott gemacht hast, wenn du die mit anderen teilst, dann erzielt das immer eine große Wirkung. Eine größere Wirkung, als wenn du versuchst, nur mit Argumenten oder nur mit Logik andere zu überzeugen, dass sie doch gefälligst an deinen Gott glauben sollen. Brauchen wir nicht. Deine Geschichte, egal wie groß, egal wie klein sie ist, sie wird immer eine Wirkung erzielen. Und übrigens, überzeugen ist überhaupt gar nicht deine Aufgabe. Überlass es dem Heiligen Geist zu überzeugen. Du musst nur ein Zeugnis sein, und deine Geschichte muss gar nicht so groß sein wie die von Naaman. Aber die kleinen Veränderungen in deinem Leben, die bleiben für andere sichtbar. Das heißt, man kann Gottes Größe durch dein Leben nicht mehr wegdiskutieren. Ich freue mich immer, wenn ich zurückdenke an eine Situation, wo ich beim Einkaufen war. Da kam eine junge Frau, mit der wir damals zusammen Italienischunterricht hatten. Sie schaute mich an, total entsetzt. Jetzt weiß sie, dass ich Pastor bin und Christ. Sie sagte, nur Gott konnte dich ändern. Und ich musste schmunzeln. Sie hatte recht. Und gleichzeitig habe ich mich gefreut, weil es ein Zeichen dafür ist, dass Gott groß ist. Wirklich, nur Gott konnte mich ändern. Ich war auf ganz falschen Wegen unterwegs. Und jetzt freue ich mich, dass ich mit ihm sein darf. Ist ja gerade jetzt, wo die Bevölkerung in Deutschland so verunsichert und teilweise sehr orientierungslos ist, gilt es für alle Christen, ein mediales, richtungsweisendes Plakat zu sein, so wie Naaman es damals war. Ich betone medial. Ja, nutze die Medien, nutze dein Handy, nutze dein Computer, nutze vielleicht auch dein altes Festnetztelefon, damit erreichst du nämlich auch noch jemanden, den du ermutigen kannst. Und sei bitte ein Plakat mit der Inschrift, es gibt einen Gott, der gerade jetzt Ruhe und Frieden ins Herz legt. Ein Gott, der Stürme stillt, der Nähe sucht, der auch heute noch Wunder tut. Und sag deinen Mitmenschen, lass dich nicht von deiner Angst und von deiner Panik lähmen, lass dich nicht beherrschen, sondern komm mit all dem, was du gerade denkst und fühlst, zu Jesus. Als könntest du denken, ja, das klingt ja wirklich wie eine billige Lösung, dass ich zu den Leuten gehe und sage, komm zu Jesus. Nein, das ist doch keine billige Lösung. Du selbst bist doch der Beweis dafür, dass Jesus funktioniert. Du selbst bist der Beweis, dass die Worte der Bibel wahr sind und keine Lüge. Also, versteck dich nicht. Bedecke dein Plakat, ich habe keine Angst, sei mutig. Und wenn du jetzt gerade diese Predigt verfolgst und du bist noch kein Christ oder du warst mal mit Jesus unterwegs und hast dich
eine Zeit lang jetzt mal von ihm entfernt. Wenn du dich jetzt gerade wunderst, warum du plötzlich wieder anfängst, nach ihm zu suchen, warum Gott dir wichtig wird, warum du anfängst im Internet zu stöbern und nach ihm suchst, dann darf ich dir sagen, wahrscheinlich wird dir klar, dass all das, woran du deine Sicherheiten in der Vergangenheit festgemacht hast, dass all das keine tragende Kraft hat. Gesundheit steht auf dem Spiel gerade. Die Arbeitslage wird schwierig. Ärzte sind oftmals ausgebucht. Bei vielen Menschen schwindet gerade das Vermögen und man weiß gar nicht, bei dieser ganzen Nachrichtenflut, wem man noch glauben oder auch vertrauen kann. Und selbst wenn du viel Geld besitzt, dann gehst du in den Supermarkt und du kriegst dennoch nicht die wichtigen Dinge, die du brauchen könntest. Auch das hilft dir nicht. In dieser Krise zählen weder Erfolge der Vergangenheit noch aktuelle Titel. Du kannst nicht einmal fliehen, du kannst auch nicht woanders anfangen. Du musst jetzt und hier mit deiner Situation fertig werden. Die Grenzen sind zu und die übrig gebliebenen Optionen sind ziemlich klein. Ich empfehle dir, und das meine ich von Herzen, ich empfehle dir, dich auf Gott einzulassen, so wie Naaman es tat. Zu Beginn wirkte alles lächerlich auf ihn. All das, was Elisa ihm sagte, um wieder gesund zu werden. Elisa sagte ihm, ja, geh hin in den Jordan und tauche 7-mal unter, dann wirst du wieder gesund. Und der Naaman ging erstmal mit Logik ran und dachte, was soll das bringen, dass ich 7-mal in diesem dreckigen Tümpel im Jordan abtauche? Ich könnte nach Hause gehen, da wo ich herkomme, da sind die Wasser viel schöner und viel klarer. Das ist lächerlich, was du mir vorschlägst, Elisa. Ich hau lieber ab. Und als der Diener von Naaman sah, dass Naaman ja, eigentlich enttäuscht war, er hatte irgendwie was anderes erwartet von Elisa, da sagte sein Diener zu ihm, Mensch, versuch es doch. Versuch es doch, auch wenn es lächerlich erscheint, was hast du zu verlieren? Und ich frage dich, egal wie lächerlich diese Sache mit Jesus dir gerade erscheint, was hast du zu verlieren? Du kannst doch nur gewinnen. Als Naaman sich auf das einließ, was Elisa ihm sagte, nämlich 7-mal in diesem Jordan abzutauchen, da erlebte er das Wunder der körperlichen Heilung, aber er erlebt auch das Wunder, dass jetzt jemand in seinem Herzen wichtiger war als alles andere. Er erlebt eine Umkehr. Nicht länger er selbst war die Nummer eins, nicht länger seine Götzen waren die Nummer eins, sondern der Gott, der über die Jahrtausende schon alle möglichen Krisen mit den Menschen durchgemacht hat. Und wie hat Gott sich bewiesen in dieser Zeit? Als tragend, als helfend, als tröstend, als neumachend. Und dieser Gott ist übrigens heute noch auf der Suche nach Menschen, die sich auf seine Einladung einlassen möchten. Und diese Krise könnte für dich die Chance sein, die Entscheidung deines Lebens zu treffen. Was kannst du tun? Tauche bei Gott ab. Demütige dich unter seine mächtige Hand. Heißt, unterstell dich seiner Autorität und erlebe, wie er dich wieder auftauchen lässt und dir ein Leben mit Ruhe, mit Frieden und Freiheit schenkt, auch wenn es äußerlich am Stürmen ist. Diese Krise des Coronavirus wird nicht die einzige Krise in deinem Leben bleiben, das verspreche ich dir. Die 10 aussätzigen Männer, mit denen wir uns in den nächsten Wochen weiter beschäftigen werden, diese 10 aussätzigen Männer, die steckten in der größten Krise ihres Lebens und es gab gar keinen anderen Ausweg, als sich auf den zu verlassen, der größer ist. Und eigentlich hätten sie rufen müssen, damit alle Menschen sich von ihnen fernhalten, da hätten sie rufen müssen, Aussatz, Aussatz. Haben sie wahrscheinlich auch oft getan. Aber als sie merkten, dass Jesus unterwegs war und in ihre Richtung kam, da riefen sie nicht länger Aussatz, Aussatz, sondern sie nahmen all die Kraft, die sie in ihren Stimmbändern noch hatten und sie riefen Jesus, Jesus, nicht länger Aussatz, Aussatz. Und Jesus kam, er sah sie und er sprach zu ihnen und sie wurden alle gesund. Es klingt für mich wie am Anfang der Bibel. Und Gott sprach und es werde Licht. Auch für sie wurde Licht. Sie kam aus ihrer Dunkelheit heraus
und konnten wieder das Licht des Lebens genießen in einer ganz neuen Qualität. Was kannst du jetzt machen nach all dem, was du gehört hast? Nach dem nächsten Lied, welches wir einblenden werden, wo du kurz mal zur Ruhe kommst, was kannst du danach tun? Geh doch auf die Knie und sprich mit Gott über all das, was dich jetzt inmitten dieser Krise so beschäftigt und was dir gerade Angst macht. Und sofern du ihn noch nicht eingeladen hast, Teil deines Lebens zu sein oder der Steuermann deines Lebens, dann tu es vielleicht. Nicht nur vielleicht, dann tu es. Sag ihm ganz los, Jesus, ich möchte, dass du die Hauptrolle spielst. Mir reicht es, wenn ich nur ein Nebendarsteller bin. Und vielleicht denkst du immer noch, aber das klingt so komisch. Nein, überwinde dich. So wie Naaman sich überwunden hat und dann das erlebt hat, womit er niemals gerechnet hätte. Und beschäftige dich bitte in den nächsten Tagen nicht zu sehr mit dieser ganzen Thematik Coronavirus. Es wird zu sehr deine Gedanken und dein Herz einnehmen. Also sage nicht Corona, Corona und überall sagen die Leute Corona, Corona. Nein, antworte ganz persönlich, indem du in deinem Herz und deinem Kopf dann immer wieder sagst, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Dieser Jesus, der segne dich, dich und deine Familie. Ich hoffe, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Ciao. Lege deine Sorgen nieder, leg sie ab in meiner Hand. Du brauchst mir nicht zu erklären, denn ich hab dich längst erkannt. Lege sie nieder in meiner Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie in meiner Hand. Lege sie nieder, einfach los. Lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß. Lege deine Ängste Gedanken in der Nacht. Frieden gebe ich dir wieder, Friede hab ich dir gebracht. Lege deine Sünde nieder, gib sie mir mit deiner Scham. Du brauchst sie nicht länger tragen, denn ich hab für sie bezahlt. Lege sie nieder in meiner Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meiner Hand. Lege sie nieder, lass einfach los. Lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß. Lege deine Zweifel nieder, dafür bin ich viel zu groß. Hoffnung gebe ich dir wieder, lass die Zweifel einfach los. Lege sie nieder in meiner Hand. Komm,
leg sie nieder, lass sie los in meiner Hand. Lege sie nieder, lass einfach los. Lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß. Lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß. Lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß.